Ihr wollt rübsen, aber habt kein konservehaltiges Getränk in der Nähe? Kein Problem. Mein ultimativer Trick lautet, ihr verschluckt einfach Luft. Ihr könnt auch erstmal als Anfänger ganz kurz Luft verschlucken. Für solche Rübser wie die hier. Oder wenn ihr schon ein bisschen geübt drin seid, dann verschluckt die Luft ganz schön über die Speiseröhre in den Magen, lässt sie dort schon sammeln für richtig gute Rübser. Und das demonstriere ich jetzt. Für Fortgeschrittene ist es erstmal sinnvoll, dass nur wenig Luft verschluckt wird, aber ich werde es jetzt mal übertreiben und so viel Luft verschlucken, bis mir schlecht wird. Okay, jetzt wird mir schon schlecht und gleich muss ein guter Rübser rauskommen. Aber auch wenn ihr so viel Luft verschluckt, ist es immer noch keine Garantie, dass wirklich gute Rülpser rauskommen. Oder dass die Rülpser erst nach und nach rauskommen. Aber schauen wir mal. Da sich jetzt noch keiner ankündigt und die Luft immer noch im Magen drin ist, nutze ich einfach mal die Gelegenheit, noch mehr Luft zu verschlucken. Okay. Gleich muss es soweit sein. Gerade diese Methode verlangt, dass man noch ein bisschen Geduld hat, da die Rülpser nicht plötzlich rauskommen, sondern immer erst noch eine Weile brauchen. Aber wenn die Rülpser rauskommen, dann sind es so richtig brutale wie der hier eben gerade. Ah, wie gesagt, auch wenn ihr so viel Luft verschluckt, ist es immer noch keine Garantie, dass der Rülpser wirklich gut wird. Es kann ja immer passieren, dass ein richtig schlechter rauskommt oder eher so gestückelt. Es kann auch passieren, dass wenn ihr die Luft verschluckt, dass der Rülpser schon zu früh rauskommt, ohne dass man damit rechnet. So, ich werde jetzt noch einmal demonstrieren, so viel Luft wie möglich zu verschlucken, um richtig gute Rülpser zu bekommen. Okay, jetzt wird mir schon wieder ein bisschen schlecht. Also beim Schlechtgefühl sollte man erstmal aufhören und erstmal abwarten, bis das Schlechtgefühl weggeht und dann erst wieder anfangen, Luft weiter zu verschlucken. Ansonsten kann es schon mal passieren, dass man sich erbrechen muss. Und ganz wichtig, der Magen sollte soweit leer sein, da ansonsten ein bisschen Erbrochenes mit rauskommen könnte. Ja, solche brutalen Rübser
sind normal, wenn man die Luft so lange im Magen belässt. Jetzt werde ich nun ein drittes Mal so viel Luft wie möglich verschlucken, um nochmal so einen brutalen Rülpser zu bekommen. Das Schlechtgefühl setzt schon wieder an, also pausiere ich erstmal noch ganz kurz, bis das Schlechtgefühl weg ist. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, mehr als genug demonstriert, was passiert, wenn man sehr viel Luft verschluckt. Und mein Tutorial ist, glaube ich, hier am Ende. Ja, es ist am Ende. Ich werde es nicht noch ein viertes Mal demonstrieren.